Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr fragt euch bestimmt auch jeden Morgen, mein Gott, wie schminke ich mich jetzt? Mache ich jetzt nur Nude oder mache ich mal, ist mir mal so ein bisschen nach Farbe oder sogar Smoky Eyes? In diesem Herbst wird es ja auch wieder sehr farbenfroh, also sehr bronzig, schöne, satte Farben. Die Paletten, es gibt ja schon unzählige Paletten zu kaufen. Ich habe auch schon einige probiert, von denen ich nicht so begeistert bin. Nun gut, also in der Drogerie oder auch schon gekauft, und die will ich euch gar nicht jetzt vorstellen. Es ist, ich habe festgestellt, ich kehre doch immer zu meinen alten Sachen wieder zurück. Man kauft sich ab und zu mal was Neues. Aber ich habe zum Beispiel diese Palette, ne, diese Grayish Palette von Bobbi Brown, die habe ich schon einige Zeit, also nicht so lange, dass sie jetzt abgelaufen wäre. Also sie ist noch gut. Ich habe sie eine Zeit lang nicht benutzt. Jetzt benutze ich sie wieder öfter und habe jetzt den obersten Film mit dem Messer so ein bisschen abgekratzt. Das ist die Farbabgabe. Das ist wieder diese Pigmentierung, dass es stimmt auf dem Auge. Und es funktioniert ganz gut. Also Easy Smoky Eyes. Ich habe bei der Firma Sephora einen Stift gefunden. Das ist ein Easy Smoky Eye Pencil. Das ist so ein Grauschwarz. Das kann man so rausdrehen. Und damit kann man sich einen dicken Lidstrich ziehen, und auf der anderen Seite ist so ein kleines Pinselchen. Damit kann man dann die Farbe sehr schön verwischen. Ich habe jetzt mein so ein bisschen Rouge aufgetragen, und zwar ist das ein Rouge Hausmarke Douglas, also ein Puderrouge. Ist ein sehr schöner Farbton, finde ich. So Rosenholz, ein bisschen glänzend ist das auch. Das ist kein Highlight drauf, das ist nur dieses Rouge. Ich glaube, Tui. Ich schreibe es gerne nochmal auf. Ich nehme jetzt meine Palette hier und werde als allererstes, was mache ich denn jetzt am allerersten? Am allerersten, weil das soll ja relativ dunkel werden. So ein Braunton ist das hier. Und den gebe ich jetzt am äußersten Winkel hier auf und verleihe mir somit etwas Tiefe. Das ist dieser Verblenderpinsel von Ebelin. Es ist immer ganz schön, mit einem sauberen Pinsel die Übergänge zu verwischen. Ich würde jetzt nicht die Finger nehmen. Ihr könnt die Finger nehmen, aber das macht sich mit dem Pinsel einfach besser. So, jetzt ist die Lidfalte nach hinten getreten. Nicht zu weit hinausgehen, immer hier enden. Das ist mir aber jetzt noch nicht dunkel genug. Also nehme ich jetzt einen dunkleren Ton, diesen. Und tupfe mir den so auf. Weil es ein pudriges Produkt ist, immer ganz vorsichtig, dass ihr nicht die ganzen Pigmente dann auf der Haut zu liegen habt. Ne? Das hier ist auch wieder ein sauberer Verblenderpinsel und unverblendlich. Also was ihr immer machen könnt, wo eigentlich nichts schief gehen kann, immer verblenden, merkt, oh, ich habe jetzt so viel Farbe oder nee, das ist mir zu stark. Verblenden, abwischen, immer hin und her, Bananentechnik, verblenden, 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 verblenden. Deswegen sind ja Pinsel so wichtig. Ich würde jetzt unter den Augenbrauenbogen eine hellere Farbe. Ich meine, ich benutze jetzt die Palette, aber es gibt ja nun sehr viele, auch direkt abgestimmt schon Smoky Eye Paletten oder Smoky Eyes Paletten in den Drogeriemärkten oder auch bei Douglas oder wo auch immer zu kaufen, wo die Farben, also wo ihr verschiedene Farbnuancen habt, von hell bis ganz dunkel, also den Bogen hier aufhellen. Dann nehme ich so einen silbrig glitzernden Ton. So. Staubt ein bisschen. So, dann habe ich mir die Grundlage geschaffen, weil ich kann ja jetzt nicht auf ein nacktes Lid einfach so einen Strich geben. Und nun kommt der hier zum Einsatz. Ihr zieht das Lid ein bisschen straff und
zieht so einen Strich. Ja. Ihr könnt außen anfangen, ihr könnt innen anfangen, also wie ihr das am besten handeln könnt. Und jetzt auch hier unten. Nicht innen drin. Ja. Und nun kommt die andere Seite zum Einsatz. Und ich verwische das jetzt hier. Ziehe das so ein wenig nach oben. Ja. Und jetzt mit einem sauberen Q-Tip könnt ihr noch so übergemaltes ausbessern. Das ist die Maybelline Sensational Mascara. Wenn man jetzt die Augen stark betont, wie in meinem Fall, mit diesem Easy Smoky Eye Look, empfiehlt es sich, die Lippen also etwas zurückhaltender zu schminken. Jetzt nicht einen knallroten Lippenstift, das ist ein bisschen drüber. Das passt nicht so gut zusammen. Ein bisschen Frische aufs Gesicht zaubern, ein bisschen Wangenrouge oder auch ein Highlighter, wenn ihr mögt. Und einen relativ nudfarbenen Lippenstift. Oder ins leicht Rosé gehend oder so leicht Aprikotfarben oder Peachy. Das ist dieser Rich Shine von L'Oreal, den kennt ihr, den habe ich auch schon mal vorgestellt, der sehr pflegend ist. Ein Farbton, der zu allen Sachen passt, eigentlich passt zu allem und geht jeden Tag. Jetzt ist es auch nicht mehr so heiß, jetzt muss er nicht mehr in den Kühlschrank. In den Sommermonaten hatte ich ihn echt im Kühlschrank, als es so heiß war, weil der wurde richtig weich, weil da so viel pflegende Öle drin enthalten sind. Der hat nach wie vor einen tollen Geschmack. Und lässt sich super gut auftragen. Der Geschmack ist wirklich klasse. Muss ich sagen, ich habe immer so ein Problem, diesen Nippel zu finden, wo das so einrastet. So, ihr Lieben, das ist jetzt mal der Smoky Eye Look, Easy Smoky Eye Look. Für Frauen, die es unkompliziert mögen, in schnellen Schritten. Ihr braucht natürlich so einen Stift. Es muss ja nicht der sein. Es gibt ja jetzt ganz viele Eyeshadow Sticks, ist mir aufgefallen. Sowohl in der Drogerie als auch in Parfümerien oder natürlich auch online. Mit so einem, das ist ja wie gesagt ein ganz dicker Stift, ne? Also mit einem dünnen Stift kriegt man das nicht so hin. Mit so einem dicken Stift kann man das sehr unkompliziert handeln. Ihr nehmt einfach, zieht das Lid ein bisschen straff, zieht in einem Rutsch den Strich durch und verblendet den. Nicht mit den Fingern, mit diesem kleinen Pinselchen hier, oder ihr nehmt einfach einen Verblenderpinsel, wenn euch der ist ein bisschen hart, der ist jetzt nicht so weich, ne? Ist aber auch ganz gut, dass er nicht so weich ist. Easy Smoky Eyes. Und ich wünsche euch, wie immer, einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ach, Mensch, ich hätte es bald wieder vergessen. Seid gut zu euch.